Hallo, ich bin Jenny vom WWF und ich finde heute mal für euch heraus, welche Eier die besten sind. Auf was muss man eigentlich dabei achten, wenn man Eier kauft im Supermarkt? Da gibt es mittlerweile schon so viele Logos, Zertifizierungen und Siegel, dass man da gar nicht mehr durchblickt. Deswegen habe ich jetzt mal unseren Experten eingeladen, den Markus. Der ist nämlich Experte für Tierhaltung und Landwirtschaft bei uns und werde ihn mal mit ein paar Fragen löchern. Markus, wenn du in den Supermarkt gehst, auf was achtest du denn? Welche Eier kaufst du? Ich achte darauf, dass die Eier, die ich dort kaufe, das Bio-Siegel tragen und wenn möglich ein Verbandssiegel, wie zum Beispiel Demeter oder Naturland oder Bioland von einem der anerkannten großen Anbauverbände. Was bedeutet das denn jetzt genau, wenn auf der Packung Bio steht? Was bedeutet das wirklich für das Ei und für das Huhn? Bei Bio-Eiern haben Legehennen immer ganzjährig Auslauf, haben viel mehr Platz und bekommen biologisch erzeugtes Futter. Das heißt, das Futter wurde nicht mit chemisch-synthetischen Pestiziden behandelt, ohne Gentechnik und ohne Mineraldünger. Das ist schon mal ein riesen Vorteil. Und dann gibt es, wenn du Verbandsware kaufst, wie zum Beispiel Demeter, Naturland oder Bioland, dann gibt es dazu noch, dass die Tiere noch mehr Platz haben. Sie haben noch einen bedachten Auslauf und haben auch im Auslauf noch mehr Platz. Und der Anteil an eigens erzeugten Futtermitteln auf dem eigenen Betrieb ist auch nochmal höher. Die legen nochmal eine Schippe drauf zu dem, was EG Bio ist. EG Bio gegenüber konventionell ist schon mal richtig klasse und das ist ein großer Unterschied. Aber wenn du Verbandsware nimmst, bist du nochmal auf der noch besseren Seite. Und es gibt häufig auch nochmal bei den Tierwohlkriterien, was die großen Anbauverbände angeht, auch nochmal strengere Richtlinien. Das ist vielleicht manchmal verwirrend, warum gibt es Demeter, Naturland und Bioland und Biopark. Bedeutet aber für mich als Kunde, ich kann einfach sicher sein, das ist noch strenger als das EG Bio-Siegel und bedeutet einfach für mich noch mehr Öko und noch mehr nachhaltiges Produkt. Okay, und woran erkenne ich jetzt den Unterschied an den Eiern? Erkenne ich das an den Stempeln oder sind da Logos auf der Verpackung? Woran sehe ich das, wenn ich darauf jetzt achten möchte? Du kannst einerseits, wenn du Bio kaufen möchtest, das grundsätzliche Logo ist das hier. Das ist dieses Logo von der EU, dieses Blatt. Und daran kann ich es von außen erkennen und ich kontrolliere ja auch immer, ob alle Eier auch heile sind. Und bei diesen Eiern ist das tatsächlich auch der Fall und da stehen ja so Stempel drauf. Und in dem Fall ist das hier eine 0. 0 heißt Bio. Und es gibt so ein Vierersystem 0, 1, 2, 3 und 0 ist dann für die ökologische Erzeugung. Und darauf kann man nicht erkennen, ob es Verbandsware ist, aber man kann schon mal erkennen, dass es Bioware ist. Ja, wenn ich jetzt im Supermarkt stehe, welche Eier soll ich denn auf keinen Fall kaufen? Also welche sollte ich auf jeden Fall liegen lassen? Bei den Eiern, wo zum Beispiel Bodenhaltung oder Freilandhaltung draufsteht, die sollte man lieber liegen lassen. Freilandhaltung klingt aber eigentlich erstmal ganz gut. Also warum ist denn das problematisch? Freilandhaltung ist tatsächlich erstmal ein richtiger Schritt. Das heißt, die können in der Regel nämlich nach draußen, wenn sie das möchten. Aber in der Regel sind bei diesen Freilandhaltungen keine Überdachungen oder Sträucher oder Bäume dabei. Das heißt, die haben einfach nur eine platte Fläche. Hühner haben aber ganz große Angst, auf freie Flächen zu gehen, weil sie Angst vor dem Habicht haben, nicht zu Unrecht. Und bei Bio ist es vorgeschrieben, dass dieser Auslauf strukturiert ist, heißt das. Da muss es Sträucher geben oder Bäume geben, wo sie sich schnell eben hin verstecken können, falls dann am Himmel irgendwas kommt und sie Angst haben und sie flüchten möchten. Und das ist bei der Freilandhaltung normalerweise nicht der Fall. Außerdem bekommen Freilandhühner eben auch nach wie vor noch Futter, das gespritzt und gedüngt worden ist mit Mineraldünger. Oder wo im schlimmsten Fall auch noch gentechnisch verändertes Soja aus Südamerika mit dabei ist. Bei den Bio-Eiern werden da trotzdem noch Küken geschreddert. Das hört man ja immer wieder öfter jetzt in den Medien, dass das trotzdem noch stattfindet. Oder ist das bei Bio-Eiern ausgeschlossen? Jährlich werden ja über 40 Millionen Küken geschreddert, nämlich die Brüder der Legehennen, die leider nicht genutzt werden können. Bei Bio gibt es mittlerweile einige Betriebe, wie zum Beispiel die beiden, von denen ich jetzt hier Eier beziehe, die machen das nicht oder für die müssen keine Küken mehr geschreddert werden. Aber leider bedeutet das auch bei Bio, da sind noch nicht so viele mit dabei. Das heißt, da kann ich bei Bio noch nicht sicher sein, dass dafür keine Küken geschreddert werden. Es gibt immer mehr, die damit mit dabei sind, aber das bedeutet es nicht automatisch. So, jetzt haben wir ganz viele Informationen von Markus bekommen. Kurz zusammengefasst heißt das, wir müssen aufs Bio-Siegel achten. Also wenn ihr das nächste Mal in einen Supermarkt geht und Eier kaufen wollt, dann kauft nicht die Eier aus Freilandhaltung oder Bodenhaltung, sondern wirklich die Bio-Eier. Dort geht es den Hühnern schon mal besser, sie haben bessere Bedingungen, die kriegen besseres Futter, haben bessere Auslaufbedingungen. Das ist auf jeden Fall die bessere Alternative. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, schreibt sie unbedingt in die Kommentare. Gerne auch zu anderen Themen. Wir können auch gerne nochmal einen anderen Experten einladen. Wir sind sehr gespannt auf eure Ideen, Fragen, Anregungen und hoffen, dass euch das Video gefallen hat. Gebt ihm gerne einen Daumen hoch. Wir freuen uns auch riesig über ein Abo und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!